Sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. VZ 626. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Bis er den Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Verstanden. Ich werde schweigen, bis Sie diese taktische ID-10-Einheit fertig zerlegt haben. Ferngesteuert aktiviert. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Nicht anfassen. Das ist verboten. Das Lüftungssystem zu mir. Wirklich? Weißt du, wer in unserem Zellenblock sitzt? Jemand Wichtiges vom Imperium. Spezialeinheit. Ganz genau. Das gefällt mir nicht. Der Zellenblock wird schwer bewacht. Sehr schwer. Selbst wenn sie irgendwie ausbricht, kann sie nirgends hin. Ich würde sie gerne beim Oberkommando absetzen und in Ruhe nach Endor weiterfliegen. Verständlich. Noch ein Todesstern. Ist das zu glauben? Zum Glück haben Wotak-Spione die Position gefunden, bevor das Imperium den Bau beendet hat. Wir erfahren sicher bald mehr. Admiral Akbar hat schon einen Plan. Es
dahin nur die Ruhe. Oberkommando forderte Recht über abgefangene imperiale Nachricht. Danke. Wir brauchen jede Information über den Angriff des Todessterns auf Endor. Hey, wie läuft's mit den Entschlüsselungen? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Endor. Dauert länger als erwartet. Die Verschlüsselung ist überraschend komplex. Ich gebe mein Bestes, aber nichts versprechen. Ich gebe's weiter. Gutes Timing. Gehen wir. Agent Husk, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Droide, öffne die Zelle. Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin bis nach Endor. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Ziel, Schatz. Sieht aus.
Warne die Rebellen, dass sie gefangen werden wollten. Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Commander. Helfen! Hier spricht Admiral Akbar. Ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galan-System leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sanost ab. Wir sammeln die Flotte zur Vorbereitung unseres Angriffs auf Endor. Kommen Sie mit! Wir brauchen jedes Schiff für einen entscheidenden Schlag gegen das Imperium. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sullust-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Vom Captain Center. Bereiten wir den Hyperantrieb vor. Hol sie dir! Suche nach Gegnern. Du bist dran. Können wir das imperiale Signal noch mal checken? Wir haben Zentrale. Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Hackvorgang läuft. Verschlüsselte Infos gefunden. Analyse.
Suche nach Gegnern. Läuft.
Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3, 2, 1. Commander an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch den Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion.